Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Ich denke mir, wir können in diesem Jahr erstmals den Nachweis erbringen, dass die Mission als solche funktioniert und ihr primäres Ziel, dieses globale Höhenmodell, in der geforderten Qualität wirklich erstellen kann. Wir haben jetzt ein Jahr Daten aufgenommen, wir haben einmal die Erde global abgedeckt und aus diesen Daten können wir schon erkennen, dass die Genauigkeit, die wir anstreben, dass wir die erreichen, wir werden sie höchstwahrscheinlich sogar unterbieten. Einerseits können wir zeigen, dass wir dieses System sehr genau, hochgenau kalibriert haben. Diese einzelnen Höhenmodelle, die wir jetzt erzeugen, die sind ungefähr 50 mal 30 Kilometer, die sind schon sehr genau. 90% von denen sind schon innerhalb von plus minus 10 Meter im Vergleich zu SATM. Das heißt, diese Daten sind schon sehr genau, werden aber dann noch mit ISAT, mit dem Laseraltimeter kalibriert. Das ist ein Aspekt. Der zweite wichtige Aspekt, den wir jetzt hier auf dieser Konferenz erstmal sehen, es gibt Wissenschaftler, die mehr und mehr diese Daten nutzen, die neue Techniken, neue Experimente damit ausführen können. Und das ist sehr wichtig für zukünftige Missionen, weil diese Techniken werden wir in Zukunft bei Radarsystemen mehr und mehr sehen. Ja, der wird sehr wohl verfolgt. Gerade in Deutschland bildet sich eine wissenschaftliche Community, die sehr hohes Interesse an dieser Mission zeigt. Und wenn wir gerade von TANMX gesprochen haben, TANMX eröffnet quasi eine dritte Dimension in der Fernerkundung. Wir sind in der Lage, zwei Radarsatelliten in Formation zu betreiben und damit die dritte Dimension abzubilden. Wir können Höhen abbilden, wir können aber im weiteren Schritt auch in die Vegetationsstrukturen hineinschauen. Das heißt, wir können vertikale Strukturen abbilden, sogenannte tomografische Abbildung. Das ist mit TANMX schon möglich. TANML wird diese Möglichkeiten in einer weiteren Richtung, in einer weiteren Dimension erweitern, und zwar die Dimension der Zeit. Wir werden mit TANMML, wir brauchen für TANMX, wir brauchen ein Jahr, um die Erde einmal abzubilden. TANMML wird das in einer Woche schaffen. Und damit können wir die dynamischen Prozesse, das Symposium hier steht ja unter dem Slogan Remote Sensing for Dynamic Earth, wir werden die dynamischen Prozesse in der notwendigen Frequenz abbilden können. Und TANML wird für viele, viele Anwendungen wichtige und sehr essentielle Daten liefern, die im Moment nicht verfügbar sind. Ja, ich möchte zwei Themen anschneiden. Das eine ist der globale Kohlenstoffkreislauf. Und hier wird TANML die große Unbekannte lösen. Die große Unbekannte ist im Moment, wie viel Kohlenstoff ist in der terrestrischen Vegetation, ist in unseren Wäldern, in unseren Regenwäldern gespeichert. Da ist im Moment ist die Messgröße ungefähr in der gleichen Größenordnung wie der Fehlerbalken, den man anfügen muss. Das heißt, man weiß eigentlich so gut wie gar nichts über diese Größe. Und TANML wird in der Lage sein, die terrestrische Biomasse global mit sehr guter Genauigkeit zu vermessen. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, wir sehen hier auf der Konferenz die Verfahren der differentiellen Interferometrie. Das funktioniert mit unseren heutigen Systemen nur in urbanen Bereichen, wo wir Man-Made Targets haben, wo wir sogenannte stabile Streuer haben. Mit TANML werden wir das global über allen Flächen durchführen können und wir werden dann zeigen können oder wir werden die Bereiche der seismischen Bewegung, der tektonischen Bewegung oder Vulkanismus unterstützen. Wir werden diese Prozesse besser verstehen, wenn wir diese Daten den Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Das war der DLR Webcast.